Hey Leute, in diesem Video stelle ich euch meine täglichen Begleiter 2021 vor und ja, ich bin mir bewusst, dass das Ganze bei mir sehr Apple-lastig ist. Ich finde jedoch auch, dass Apple einfach das beste Produktsystem bietet, bei dem die einzelnen Produkte perfekt ineinander greifen. Also lasst uns endlich anfangen. Dreh- und Angelpunkt meiner täglichen Begleiter ist natürlich mein Smartphone. Das ist aktuell ein iPhone 12 Mini und ich bereue es nicht, zum kleinsten der iPhone 12 Modelle gewechselt zu sein. Ich finde es einfach angenehm, mein Smartphone wieder bequem mit einer Hand bedienen zu können. Der Akku hat mich bis jetzt mit seinen Roundabout 4 bis 5 Stunden Display on Time auch immer sicher über den Tag gebracht und sollte es doch mal knapp werden, dann habe ich fast immer diese Powerbank im Rucksack dabei. Mit dieser komme ich dann auch ohne Steckdose problemlos über ein langes Wochenende. Doch warum genau diese Powerbank? Nun ja, sie haftet magnetisch am iPhone und lädt es dabei drahtlos auf. Das Schlüsselwort lautet MagSafe und es ist meiner Meinung nach fast schon das coolste neue Feature an den iPhone 12 Modellen. So kam es dann auch, dass meine vorher schon sehr kleine Geldbörse von Pitaka einer noch kleineren Geldbörse von Moft ist. In dieser haben zwar nur 3 Checkkarten und einen Schein für den Notfallplatz, dafür ist aber auch sie mit MagSafe kompatibel. Und zwar nicht so, dass sie wie das MagSafe Wallet von Apple einfach nur an der Rückseite klebt, nein, das finde ich ehrlich gesagt nicht wirklich praktisch. Stattdessen kann ich mit diesem Wallet mein iPhone in verschiedenen Winkeln aufstellen, um so zum Beispiel das neueste Video vom Technikfreund zu genießen. Wer sich jetzt fragt, wie ich das dann mit Münzgeld mache, ich habe und will keins. Ich bezahle, wo es geht, immer mit meiner Uhr und dank Corona ist das nun auch in Deutschland fast überall möglich. Und wenn ich doch einmal bar bezahlen muss, dann wandert das Münzgeld einfach in meine Hosentasche und später in eine Spardose zu Hause. Apropos Uhr, bei mir ist es eine Apple Watch der Series 6 und ich kann mir mittlerweile nicht mehr vorstellen, keine Smartwatch zu tragen. Mit ihr bezahle ich nicht nur, sondern tracke auch meinen Sport und empfange meine Nachrichten. Ich hatte vorher die Apple Watch Series 4 und das einzige, was ich an der Series 6 wirklich besser finde, das ist das Always-On-Display, mit dem ich auch dann die Uhrzeit ablesen kann, wenn ich nicht den Arm hebe. Eine Apple Watch ist sicherlich kein Must-Have, aber auf jeden Fall eine geniale Ergänzung zum iPhone. Man schaut insgesamt seltener aufs Smartphone und kann bei eingehenden Benachrichtigungen vorab entscheiden, ob man sein Smartphone nun rausholt oder eben nicht. Ich hatte zu Beginn das neue Sodoloop Armband, bin von diesem jedoch etwas enttäuscht, da es sich nach ein paar Monaten schon so sehr geweitet hat, dass ich es nicht mehr gerne trage. Stattdessen habe ich nun das Lederarmband mit Endstück, was für sich allein schon fast ein Review wert wäre. Ja, es ist sehr teuer, aber es hat definitiv ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis als das normale Silikonarmband. Das Lederarmband ist makellos verarbeitet, lässt sich stufenlos verstellen und die Magnete sind so stark, dass es sicher am Arm hält. Was ich jedoch am spannendsten finde, ist die Anordnung der Magnete. In jeder dieser Erhebungen befindet sich nämlich nicht nur ein Magnet, sondern gleich 3, von denen die äußeren beiden genau andersrum ausgerichtet sind als der in der Mitte. So verrutscht das Armband nicht nach links oder rechts, sondern bleibt immer genau dort, wo es sein soll. Wer sich aktuell nach einer Apple Watch umsieht, der muss auf jeden Fall nicht zur Series 6 greifen. Wem das Always-On-Display wichtig ist, für den reicht auch eine Series 5 und für alle anderen tut es eigentlich auch eine Series 4 oder die Apple Watch SE. Perfekt ist die Apple Watch jedoch auch nicht, ein Manko besteht definitiv in der Akkulaufzeit. Zwar bringt einen die Uhr immer sicher über jeden noch so langen Tag, mehr als 2 Tage sind aber auf keinen Fall drin. So kann ich das Schlaftracking nach wie vor nicht wirklich nutzen, da ich immer noch über Nacht lade, da das Laden am Tag für mich immer noch nicht schnell genug geht. Da ich täglich mehrere Stunden Musik höre, dürfen Kopfhörer bei mir auf jeden Fall auch nicht fehlen. Bei mir sind das die AirPods Pro, ohne die ich nicht mehr aus dem Haus gehe. Das Case ist klein, die Akkulaufzeit gut und auch die Klangqualität und das ANC können überzeugen. In Verbindung mit meiner Apple Watch kann ich mein iPhone so beim Joggen einfach zu Hause lassen und über die Uhr Musik auf meine Kopfhörer streamen. Seit kurzem haben sich dann noch die AirPods Max zu mir verirrt und auch wenn ich nicht bestreiten kann, dass es sehr gute Kopfhörer sind, mit denen ich sehr gerne Musik höre, kann ich sie für diesen Preis nicht wirklich empfehlen. Sie sind zwar die komfortabelsten Kopfhörer auf diesem Niveau, aber sie sind einfach zu teuer. Mit komfortabel meine ich insbesondere 2 Sachen, durch die sich die AirPods Max auszeichnen. Erstens, man muss die AirPods Max einfach nur aufsetzen und sie sind sofort verbunden und einsatzbereit. Und zweitens, die AirPods Max wechseln automatisch zwischen allen Apple-Produkten hin und her. Kommt so zum Beispiel eine Sprachnachricht rein, während ich gerade auf meinem iPad ein Video schaue, dann wechseln die Kopfhörer automatisch zum iPhone und dann anschließend auch wieder zurück zum iPad. Würde ich die Kopfhörer jedoch nicht testen, dann hätte ich sie mir privat nicht gekauft. Da bekommt man für den halben Preis einfach Kopfhörer mit ähnlich gutem Klang und Active Noise Cancelling. Wenn ich dann unterwegs einen Laptop brauche, dann nutze ich, nein, kein MacBook, sondern ein iPad Air mit dem Magic Keyboard. Warum ein iPad Air, obwohl ich ja eigentlich auch ein iPad Pro zu Hause rumliegen habe? Das hat 2 Gründe. Erstens hat das iPad Pro bei mir keinen SIM-Karten-Slot und zweitens benutze ich das iPad mittlerweile auch viel unterwegs, während ich Maske tragen muss. Da ist ein Fingerabdrucksensor dann einfach deutlich praktischer als Face ID.
LED. Ich würde auch jetzt noch ein iPad, einem MacBook definitiv vorziehen, da es alles kann, was ich von einem Notebook verlange und gleichzeitig halt auch noch ein Tablet ist. Ich schreibe auf meinem iPad meine Skripte, erledige meinen Schriftverkehr, bearbeite meine Bilder und nutze es auch zum Konsumieren von Inhalten. Das Magic Keyboard ist teuer, aber auch dieses mag ich nicht mehr missen. Es ist schlichtweg das einzige Tastaturcover in dieser Qualität, bei dem man so schnell zwischen Tablet und Laptop hin und her wechseln kann. Ich bin jedoch auch wirklich gespannt auf die neuen iPad Pro Modelle, die im nächsten Monat hoffentlich vorgestellt werden, und ich hoffe, dass diese mit Mini-LED-Displays ausgestattet sind. Das Display vom iPad Air könnte nämlich gerne etwas heller sein. Sitzt man am Fenster, dann kommt die Displayhelligkeit schnell an ihre Grenzen. Zu Hause arbeite ich dann mit einem Mac Mini mit dem M1 Prozessor. Der hat genügend Power für die meisten meiner Videoprojekte, und auch wenn ich es schade finde, dass der Mac Mini viel Potenzial verschenkt hat, ist es dennoch einfach ein kleiner, leistungsstarker Computer mit einem guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich bin jedoch vor allem darauf gespannt, was Apple mit den neuen iMac-Modellen machen wird. Die dürfen ja im Verlauf des Jahres auf den Markt kommen, und wie sollte es anders sein? Ich werde sie auf diesem Kanal ausgiebig testen. Zuletzt wäre da noch meine Nintendo Switch, der Grund, warum ich in den letzten 2 Wochen kaum Videos auf diesem Kanal hochgeladen habe. Zelda Breath of the Wild hat mich einfach in seinen Bann gezogen. Ich spiele hierbei meistens auf meinem LG OLED CX in 55 Zoll im Wohnzimmer. Der Fernseher ist einfach nur genial, und auch hierzu wird es bald ein Review auf meinem Kanal geben. So Leute, das waren sie also, meine täglichen Begleiter im Jahr 2021. Ich habe euch selbstverständlich auch unten alles in der Videobeschreibung verlinkt, schaut da doch also gerne mal rein. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs freundliche Zusehen, macht's gut und bis zum nächsten Mal.